wollte aber einen Schokobrunnen. Und ich wollte keinen. So ist das Leben. Mal verliert man, mal gewinnt man. Muss damit leben. Du wirst noch sehen, du Pfeife. Was? Wochen Gemüse, Reis, Obst. Boah. Den Cheat Day, den habe ich mir verdient. Lass den Mist. Ich habe heute meine Mathearbeit zurückbekommen. Ah, ganz toll. Und was hast du für eine Note? Eine 2 plus. So super. Echt ganz, ganz, ganz toll. Weißt du, ich war früher auch sehr gut in der Schule. Wirklich sehr gut. Und sieh mich an, heute bin ich ein echter Vollidiot. Sehr lustig. Nein, YouTuber. Wenn ich so alt bin wie du, will ich lieber was Sinnvolles machen. Was Sinnvolles? Ich mach doch was Sinnvolles. Ich bin YouTuber. Ich bringe jeden Monat Millionen von Menschen zum Lachen. Ganz toll, Bruder. Ich meine mit sinnvoll sowas wie Leben retten. Ich glaube, ich werde dein Ernst. Du kleiner Sack, kannst nicht mal einen Kratzer sehen, ohne sofort loszueilen. Also träum weiter. Findest du das in Ordnung? Finde ich was in Ordnung? Die Träume eines Kindes kaputt zu machen. Sowas nennt man Ehrlichkeit. Und so klein bist du nicht. Klar, du bist im Kopf völlig unterentwickelt. Aber du könntest auch als 30-Jähriger durchgehen. Darf bei euch noch was sein? Ein Schokobrunnen. Der hat schon genug gefuttert. War wirklich sehr lecker. Vielen Dank. Können wir den Teller haben? Dankeschön. Dankeschön, ja? Dankeschön. Ist dein Ernst? Mein voller Ernst. Ich wollte aber einen Schokobrunnen. Und ich wollte keinen. So ist das Leben. Mal verliert man, mal gewinnt man. Muss damit leben. Du wirst noch sehen, du Pfeife. Was? Nichts, nichts, nichts. Mein kleiner Bruder ist ein 31er. Er sieht aus wie der Erzengel Gabriel, aber er hat das faustdick hinter den Ohren. Wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, Viren auf meinem PC zu installieren, dann versucht er mir mein Leben anderweitig schwer zu machen. Er stellt mir Beinchen, er isst meine Joghurts auf, er schließt mich im Bad ein, er versteckt mein Handy und er furzt mich verdammt nochmal sogar an. Dieser kleine Giftzwerg sollte langsam mal lernen, dass ich der Boss bin und er nicht tun und lassen kann, was er will. Nein, Mom, ich habe keine Lust, auf den aufzupassen. Der ist mies anstrengend, der ist mies nervig. Ich habe da keinen Bock drauf. Warum muss ich mal auf den aufpassen? Kann doch mal jemand anderes aufpassen. Wieso muss das immer ich sein? Nee, ich habe da... Hast du gerade einen Popel an mir abgeschmiert? Mom, der hat gerade einen Popel an mir abgeschmiert. Ich habe keinen Bock auf so einen, der Popel an mir abspült. Das ist eine kleine Popel. Mom? Ey, jetzt hat die auch noch aufgelegt. Damn! Ist das Leben nicht schön? Es war schön, aber dann... Dann was? Oh nein, ein Mädchen! Siehst du sie wieder als Zeitlupe? Aber sowas von. Los, hinterher! Ist dein Ernst, bist du ein Stock oder was? Komm! Kleiner Bruder, du wirst mir einen Gefallen tun müssen. Kein Bock, Alter! Wer bin ich? Bin ich ein Knecht? Mein Bruder hatte nur eine große Schwäche. Und das war Geld. Erst die Leistung und dann die Bezahlung. Okay, was soll ich machen, Sir? Also, du spielst den perfekten kleinen Bruder, damit ich vorher den perfekten großen Bruder spielen kann. Ah, ja, ich, Sir. Komm. Oh. Entschuldigung, können wir uns kurz hier zugesellen? Mein kleiner Bruder ist umgeknickt. Oh nein, du Armer, kein Problem. Oh, super nett. Oh, Kleiner, das kriegen wir schon wieder hin, ja? Das tut weh. Ja, natürlich tut das weh. Wir machen zu Hause Eis drauf und dann wird das schon wieder, Mann.
Das ist meine Schuld, ich hätte dich auffangen müssen, als du gestolpert bist. Die Frau, die du aus dem brennenden Auto gerettet hast, hatte es viel nötiger. Klar, die hat es sehr nötig, arme Frau, aber wir sind eine Familie, da sollte man sich aufeinander verlassen können. Niemand ist perfekt, das sollst gerade du wissen, wo du Chefarzt bist. Du hast völlig recht, aber wenn wir zu Hause sind, dann koche ich dir, Mom und mir ein wirklich super leckeres Essen und dann wird es uns schon besser gehen. Oh ja, ich bin so froh, dass du früher Kochprofi warst. So wollte es wohl das Schicksal. Ich soll sagen, dass du ein Kochprofi bist. Du kannst mal eine Pizza im Ofen warm machen. Ja, wenn eine Pizza im Ofen warm machen? Was sind da auch so viele Hebel am Ofen? Oh Mann. Mach einfach, was ich dir sage. Ayesha, du bist Arzt? Mit Leib und Seele. Ich liebe es einfach, für andere Menschen da zu sein. Manche würden es als Schwäche ansehen, dass ich mein Wohl unter das Wohl der anderen stelle. Aber so bin ich einfach. Ich sehe das nicht als Schwäche an. Ich finde das eher beeindruckend. Liebe mich. Was? Lieber nicht zu weit nach links gehen, weil da ist Hundekacke. Oh, danke. Aua, aua, mein Knie! Aua! Oh nein, was ist denn los? Mein Knie tut plötzlich weh. Oh nein. Kleiner, übertreib deine Rolle nicht. Schau du mal besser, du bist der Arzt. Wer ist Arzt? Ach so, ja, ich bin ja Arzt, stimmt. Ah, ich sehe schon. Das ist der Meniskus Knieus, der ist da ein bisschen gezerrt. Kleiner, ist alles in Ordnung bei dir? Mm-mm. Ich weiß, dein Knie tut weh. Ja, aber sag ich noch was. Was denn? Ich kenne diesen Mann gar nicht. Was? Und dann muss man das Knie nur einfrieren und auftauen und dann das hier rausschneiden und dann... Oh, ich muss ja auch noch Pflaster kaufen. Die ziehe ich ihm von den 2 Euro ab. Was für ein Giftzwerg. Hey, stehen bleiben, Polizei. Was? Stehen bleiben, Hände an die Wand. Was ist denn? Oh, dieser kleine 31er. Mein Bruder hatte mich mal wieder ausgetrickst. 31er. Du armer kleiner Mann, jetzt essen wir erstmal und danach bringe ich dich zu deinen Eltern. Ja, sehr lieb. So lieb. Du bist doch selber ein Lieber. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Das war das Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hat super Spaß gemacht, es zu drehen. Vielen Dank an Josie. Vielen Dank an Emir. Ey, die sind unten verlinkt. Folgt unbedingt. Bro, vielen Dank, dass ihr drehen durfte. Checkt auf jeden Fall schön und das Biest aus. Die sind einfach übergeile, süße Sachen. Waffeln, Schokobrunnen, alles mögliche. Adresse ist unten. Instagram hast du ja auch, ne? Genau. Auch unten verlinkt. Checkt auf jeden Fall alle ab. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace. Ich bin Asya, bin 21 Jahre alt und seit 34 Jahren Single. Warum es mit den Männern nie geklappt hat, naja, das weiß ich selbst nicht. Ob es wohl daran liegt, dass ich ständig Blähungen habe? Keine Ahnung. Naja, ist ja auch egal, woran es liegt. Ich möchte einen Mann kennenlernen, deshalb date ich heute mehrere Männer an einem Tag. Vielleicht finde ich ja meine große Liebe. Ciao, Bella. Bella, ich werde dir ein Angebot machen, was du nicht ablehnen wirst. Was für ein Angebot denn? Du gibst mir deine Handynummer, ich werde dein Leben verschonen. Hallo, ich bin Emil. Hi, ich bin Asya. Ich kann dein BH riechen. Okay, was sind deine Hobbys? Ich kann dein BH riechen. Ey, du bist eine richtige Bombe, ich schwöre, du bist endgeil, richtig stabil. Ich glaube, du wirst mein neues Hobby, ja? Dankeschön, voll lieb von dir. So, du bist richtig krass so. Ich würde sagen, so Kylie Jenner ist ein bisschen geiler, weil die hat dickere Arsch so. Aber du bist schon krass, ja? Und was sind denn so deine Hobbys, wenn ich fragen darf? Auf jeden Fall Fortnite spielen, ist richtig krass, macht richtig Spaß. Aber jetzt spiele ich auch wieder Call of Duty, aber jetzt kommt neu Battlefield raus, ne? Battlefield 4, ne 5. Und die Grafik soll richtig krass realistisch sein, so richtig realistisch sein, nicht? Und das ist auch wichtig für ein großes Spielerlebnis. Deshalb werde ich mir Battlefield 5 auf jeden Fall holen, dann werde ich eh nur noch das spielen. Shopping! Shopping ist das A und O, weißt du? Und gerade bei Zara ist super Sale. Ich würde einfach nur sagen, Schnäppchen-Time! Und was machst du so gerne? Naja, ich gehe auch öfters shoppen. Dein Ernst? Ja? Wann warst du das letzte Mal? 1820 oder was? Sag mal, Michi, wo liegen denn eigentlich deine Stärken? Mir nicht in die Hose zu pipien. Menschen verschwinden lassen, ohne dass sie jemals jemanden wiederfindet. Auf jeden Fall Modern Warfare 3 durchspielen, unter 166 Minuten ohne Granaten zu benutzen. Männer glücklich machen.
dein BH zu riechen. Weapon, auf jeden Fall Weapon. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Wir spielen Wahrheit oder Pflicht. Ich esse mein Lieblingsgericht, aber ohne Sucuk. Okay. Klingt sehr toll, aber ich wollte mal fragen, wieso hast du dich eigentlich auf meine Anzeige gemeldet? Ja, hab ich doch gar nicht. Ich hab meinen Geburtstag gemacht, weil die wollte, dass wir eine Frau kennenlernen, weil die nicht will, dass ich die ganze Zeit in der Fortnite spiele und 60 Red Bull am Tag trinke. Weil du eine ganz besondere Frau bist und wenn ich bei dir in der Nähe bin, dann muss ich nicht in meine Hose pipi. Um eine Freundin zu finden, die auch so harte Boys jagt wie ich. Weil es jemanden braucht, der weiß, wie man ein Pferd köpft. Um deinen BH zu riechen. Na, auf jeden Fall wegen deinem dicken Arsch so und weil deine Möpse auch okay sind so. Ja, ist geil. Auf jeden Fall ist stabil, stramm. Du bist ey, ein strammes Mädchen. Ist das gerade dein Ernst? Du bist ja richtig krank. Wieso? Du hast nochmal dicker Arsch so. Ist geil. Ey, Mäuschen, komm mal zurück. Sind wir jetzt zusammen? Küss mich.